Wir haben noch Zeit für eine Frage vom On-Air-Chat. Live-Chat, Live-Chat. Ja, warte mal kurz. Oh, Live-Chat. Live-Chat, Baby. Ich komme in den Raum und habe gleich Sex. Ja, also es fragen ganz viele, aber unter anderem der Spit-Johnny. Erklär mal, Crow, wieso hast du denn auf deiner Maske ein umgekehrtes Kreuz? Weil ich eigentlich immer mit einem Handstand durch die Welt laufe. Cool. Ah, heute nicht. Kannst du einen Handstand? Mhm. Okay, schade. Sonst hättest du ihn zeigen müssen. Übrigens noch eine Frage. Ich habe den Namen leider schon nicht mehr im Visier. Aber was bedeutet eigentlich Vio Vio? Das ist ein Modelabel. Was bedeutet das, der Name Vio Vio? Hat gar keine Bedeutung. Klingt einfach gut. Sie ist ja voll so anarchistisch bei dir. Das klingt einfach gut. Darf ich mal fragen, die einen hatten schon die Vermutung, dass das der Name deiner ersten Freundin war. Die haben da so gerätselt im Chat. Stimmt das? Mm-mm. Stimmt nicht? Es ist einfach nur erfunden und es ist halt praktisch. Man kann es mit der Hand machen. V-I-O. Man kann es. Es ist ein Dreieck, ein Quadrat und ein Kreis. Es ist einfach zu merken. Perfekt. Perfekt. Es ist einfach perfekt. Es klingt italienisch und gleich nach Mode. Übrigens, die Leon 3 Schulte sagt, würdest du dich persönlich als irgend so Vorzeigebeispiel für Hipster definieren? Was ist denn das für eine Frage? Du bist das Vorzeigebeispiel für Hipster offenbar. Ja, also wahrscheinlich bin ich für viele da draußen genau der Fackelträger, der Hipster. Der Fackelträger, ja. Aber ich für mich persönlich sehe das nicht so. Ich bin einfach, wie ich bin, und wenn ich mal rote Schuhe anziehen will, da geht's ab. Da geht's ab. Nein, da geht's ab. Da ziehe ich rote Schuhe an und das ist nicht, weil ich ein Hipster rote Schuhe tragen oder was auch immer. Es gibt auch so gar nicht so richtig definiert, oder? Was ist ein Hipster? Manche sagen, Hipster wären die mit Basecaps und Sonnenbrillen und Jordans und das wären die Hipster. Die anderen sagen, das sind die mit Strickpulli und Sandalen. Die Tee trinkenden Sojamilchtrinker. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das weiß niemand so genau. Auf jeden Fall, ich glaube, keiner will auch Hipster sein. Bist du ein Hipster? Nee. Willst du einer sein? Nee. Willst du einer sein? Nee, ist alles. Jemand, der Hipster sein? Ja, du willst einer sein. Cool, okay. Regie, haben wir noch Zeit für eine Frage vom Publikum oder müssen wir in die Werbung? Okay, zieh noch mal kurz eine Frage doch, komm. Go. Tamara. Wie viel, Tamara? Leib. Tamara Leib. Wo bist du, Tamara Leib? Tamara Leib. Ich bleib oder? Kannst kurz bleiben. War ein Freestyle. Tamara Leib, ich bleib. Deine Frage bitte schön. Ich halte das Mikrofon. Bro, was hast du Tamara von dem Leib. Parodievideo? Welches Parodievideo? Das vom Traum. Parodievideo, Traum? Ich verstehe. Meinung zu Parodien? Ja, zum Traumvideo? Bei Traum gibt es ja viele Parodien. Welches und meinst Parodien du? Parodien finde ich, wenn die gut sind und wenn die lustig sind, finde ich sie cool. Aber hauptsächlich finde ich Parodien ein bisschen bescheuert. Also nicht so cool, aber ja. Also ich glaube, bescheuert lassen wir mal dabei, oder? Ich kann halt da oft nicht so lachen, weil ich es nicht so lustig finde. Du musst da auch mal eine Parodie machen, lieber Crow. Ja, ich mache meine eigene Parodie. Heute kam übrigens eine Interviewerin. Was war das? Heute kam eine Interviewerin, die meinte, ja, sie hätte das Video sich angeguckt, das neue von Traum. Und da, wo wir das gedreht hatten und nicht so, welches Video zu Traum. Und die dann, ja, das auf YouTube. Und ich so, ja, zeig mir das mal. Dann hat sie mir eine Parodie gezeigt und dachte, das wäre ich. Und es hat mich aufgerückt. Ja gut, das nächste Mal ein bisschen besser nachgucken auf YouTube, double-checken. Und wir double-checken uns jetzt in die Werbung, sind nachher wieder zurück mit mehr Skype, mit mehr Chat und vor allem mit mehr Crow. Mach mal Lärm, bitteschön. Bis gleich.